Guten Abend. Herzlich willkommen allerseits. Ich bin Anna Richter. Ich habe heute Abend in die Kulturwerkstatt Beggingen eingeladen zu dieser Veranstaltung unter dem Motto Kultur zum Weltfrauentag. Wie wir alle wissen, ist morgen Weltfrauentag. So, und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Dann freuen wir uns gemeinsam auf ein schönes Programm heute Abend. Als erstes, zur Überraschung des Tages, hat meine Freundin Iber Leng, ein Kackler, die zurzeit in Heidelberg Opera Gesang studiert, für die Eröffnungsgesang sich angeboten. Und jetzt gebe ich mal der Iber Leng die Chance, erst mal zu singen. So gut gesungen, dass das Mikrofon das eingegeben hat, obwohl sie das nicht benutzt hat. Und dann kommen wir auch zu unserer Rednerin heute Abend. Sie ist der Esther Braun. Esther Braun ist die Personalvorsitzende der Referenten für die Pflege in die Pflegekammer Saarlandes. Arbeitskammer. Ich bin in der Pflege, da geht es bei mir nur um die Pflege. Aber sie ist die Referentin in der Arbeitskammer Saarlandes. Das ist Esther Braun. Esther, du hast das Wort. Ja, guten Abend. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich unter Menschen, linken Menschen, gespannten Menschen, die ja, aus dem Spektrum der Menschen kommen, die sich tatsächlich gegen Ungerechtigkeiten in der Welt einsetzen, dafür aufstehen, duzt man sich. Und deswegen würde ich das heute Abend auch einfach so machen. Ich würde euch duzen. Und ich würde euch gerne als allererstes etwas zeigen und fragen. Kann jeder sehen, was das ist? Kann sich jeder vorstellen,
was ein Schnuller, was er ja ist, mit Pflege, mit Frauen und mit Armut zu tun hat. Wahrscheinlich nur im ungefähren Sinne. Aber ich habe mir ein bisschen Papier hingelegt, weil ich euch auch mit validen Zahlen füttern will heute Abend. Mein Thema ist, Armut in der Pflege ist weiblich. Ich selbst bin ausgebildete Krankenschwester. Meine Mutter war Krankenschwester. Ich komme aus einem antifaschistisch geprägten Haushalt, definitiv. Und für uns war es immer wichtig, das haben wir auch alle mit der Muttermilch eingetrichtert bekommen, dass wir uns gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt aufstellen. Und Menschen unterstützen, die unter diesen Ungerechtigkeiten leiden. Und so war es eben so, dass ich nach meiner Ausbildung als Krankenschwester, beziehungsweise schon in dem Moment, als ich den Ausbildungsvertrag hatte und nach Hause kam am ersten Tag meiner Ausbildung von meiner Mutter, einen Zettel auf den Tisch geknallt bekommen habe, und das war die Beitrittserklärung zur damaligen Gewerkschaft ÖTV. Und dann hat meine Mutter gesagt, das hier musst du unterschreiben, das ist wichtig. Da habe ich gesagt, wieso? Da hat sie gesagt, frag nicht, du wirst es später merken. Dann dachte ich mir nur so, okay. Und seiner Mutter widerspricht man erstmal nicht, vor allem dir nicht. Also habe ich brav ordentlich unterschrieben. Und ganz schnell war es eben so, dass ich durch die Gewerkschaft in die Jugendauszubildendenvertretung gerutscht bin, in meinem damaligen Klinikum, wo ich gearbeitet habe. Und dort auch später in einen unbefristeten Arbeitsvertrag übernommen worden bin. Aber ich habe schon in meiner Ausbildung gemerkt, dass sehr wohl Unterschiede gemacht worden sind zwischen den weiblichen und den männlichen Auszubildenden, was die Dienstplangestaltung anging, Freiwünsche. Wenn die Jungs ein Turnier hatten, Fußballturnier, haben die eher frei bekommen als die Mädels. Da war es eher unproblematisch, einen Dienst zu tauschen. Wenn es aber auch darum ging, Urlaub irgendwie zu machen, ja, wenn der aber nur dann kann und dann hinterher seine Führerscheinprüfung macht und so, das hat keinen interessiert, ob das bei den Mädels eben auch der Fall war. Und das hat sich so weitergezogen, ich war später Betriebsrätin und habe ständig mit Ungerechtigkeiten zu tun gehabt in meinem Jobleben, in dem Jobleben von anderen, aber diese Ungerechtigkeiten, mit denen ich zu kämpfen hatte, die hatten zu 80% mit Frauen zu tun. Zu 80% waren in meiner Tätigkeit als Betriebsrätin Frauen die Personen, die unter ungerechten Arbeitsbedingungen zu leiden hatten. Und in der Pflege sind es auch fast 80% Frauen, die beschäftigt sind. Insgesamt stehen Menschen aus sozialen Berufen sowieso schlechter da. Warum ist das so? Obwohl sie sich in ihrer täglichen beruflichen Laufbahn um Menschen kümmern, die krank sind, die alt sind, die schwach sind, die sonst auch den Bedarf an Hilfe und Unterstützung haben. Eine Aufgabe, die wir eigentlich gesamtgesellschaftlich tragen sollten, es oft nicht können und die vernachlässigt wird. Gerade diesen Leuten droht die Altersarmut. Hat jemand eine Idee, wie viele Menschen ungefähr in Deutschland im Gesundheitsbereich beschäftigt sind? So ungefähr. Pi mal Daumen. Mag mal jemand raten? 80.000. 80.000? 4 Millionen. 4 Millionen? Jemand mehr, jemand weniger? 2 Millionen. Mittlerweile sind es über 6 Millionen. 6 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in der Gesundheitsversorgung. In den unterschiedlichsten Bereichen. Davon arbeiten knapp 25% in Krankenhäusern, knapp 20% in Arztpraxen, knapp 15% in ambulanten Pflegediensten und die anderen in den Bereichen Rehabilitation, Altenpflege etc., Heilerziehungspflege. Wie hoch ist der Frauenanteil von diesen Menschen?
50%. Je nach Arbeitsbereich zwischen 75,9% und 80%. Warum ist das so? Pflege an sich ist noch ein sehr junger Beruf. Den gibt es noch gar nicht so lange. Und tatsächlich gibt es den pflegerischen Beruf als echten Beruf erst 60 Jahre. Erst als es das erste Krankenpflegegesetz gab, war das als echter Beruf anerkannt. Vorher hatte Pflege eher was, naja, also es kann sich jeder noch an diesen Spruch, die Wärter, erinnern, ne? Die kranken Wärter, die es früher gab. Wo ist denn der Wärter? Kann der mich mal versorgen? Tatsächlich kommt der Bereich der Pflege aber aus dem kirchlichen Bereich. Und zwar die gut wohl situierten Töchter der höheren Bürgerschaft, die man nicht verheiraten konnte, weil sie, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer nicht untergekommen sind, die hätten ja später die Familie Geld gekostet. Also hat man was getan? Die hat man an einen Stift oder einen Orden vermittelt und dort haben die Damen dann 12 Stunden am Tag gearbeitet, hatten dann 4 Stunden zur freien Verfügung, wobei die freie Verfügung auch nicht so frei war, weil das Beten im Stift und die Zuarbeit für den Stift haben dazugehört. Und dann hatten sie halt noch ein bisschen Zeit zum Schlafen. Arbeite und bete war das Credo der Pflege noch um die Jahrhundertwende. Es waren die Schwestern, die sogenannten Schwesternschaften, die dadurch entstanden sind. Es war noch keine Profession. Die waren dann irgendwelchen Wärtern unterstellt, die sie angeleitet haben und sie hatten dann entsprechend die Leute zu versorgen. Daraus kommt der Bereich der Pflege. Und noch heute zieht sich das durch die Pflege durch. Gerade bei den Frauen ist dieses Weltbild immer noch tief im Kopf verankert. Ich muss arbeiten und dankbar sein dafür, dass ich was tun darf. Ich habe nicht das Recht, mir etwas einzufordern, weil um Gottes Willen, der arme Arbeitgeber, der könnte ja so benachteiligt werden. Deswegen. Und wenn irgendein Krankenhaus zugemacht wird, dann ist das meine Schuld, weil ich zu viel verlangt habe. Das ist eine absolute Katastrophe. Dieses Bild aus den Köpfen von Pflegenden zu bekommen, das ist eine Sisyphusarbeit. Aber es kann gelingen. Es kann gelingen. Selbst in den kirchlichen Häusern, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle, die im Saarland sind, das Krankenhaus Ottweiler, das sie jetzt zumachen wollen, ist das erste kirchliche, katholische Krankenhaus in Deutschland überhaupt gewesen, das gestreikt hat. Das heißt, es gibt doch Bewegung. Und auch in Bereichen, wo Arbeit traditionell einen hohen Frauenanteil aufweist, ist es eben so, dass auch da sich was bewegt. Das haben wir jetzt gesehen. Das haben wir gesehen mit Ultimatenstreiks an der Uniklinik und sonst wo. Trotzdem ist es immer noch so, dass Frauen häufig in Teilzeit arbeiten. Sie arbeiten in Teilzeit, weil sie Familienpflegezeit nehmen. Sie arbeiten in Teilzeit, weil sie eben Kinderbetreuungsarbeit machen. Sorgearbeit überhaupt ist zumeist weiblich. Und wenn man dann gefragt wird, ja, das steht ja nirgendwo, wie kann man denn das beweisen, dass das tatsächlich die Frauen sind, die da immer so überproportional belastet sind, dann kann man sich zum Beispiel einfach mal ein Quartal anschauen über die Inanspruchnahme vom Bundeselterngeld. Wo kann man das machen? Auf der Seite vom Statistischen Bundesamt, da steht nämlich zum Beispiel, dass im dritten Quartal 2015 im Saarland 8.690 Menschen Elterngeld in Anspruch genommen haben. Wieder mal eine Frage. Wie viel werden wohl Frauen gewesen sein? 96%.
Von diesen 8.690 Menschen, die Elterngeld in Anspruch genommen haben, waren 7.672 weiblich. Und das zieht sich durch jedes Jahr durch. Das kann man am Statistischen Bundesamt bei den Zahlen wunderbar verfolgen. Und das ist ein Beweis dafür, dass Frauen immer längere Ausfallzeiten haben und auch längere Kindererziehungszeiten. Aber es geht hier nicht nur um Kindererziehung, sondern es geht auch um die Übernahme von Pflege in der Familie, pflegebedürftige Angehörige. Die Vater, der Mutter, die Schwester, der Bruder, wer auch immer und manchmal auch das eigene Kind. Das ist so. Und auch da werden Zeiten der Erwerbstätigkeit wieder vollkommen unter den Tisch fallen gelassen, weil, wenn man diese Zeiten unterbricht, dann fehlt einem was. Dann kommt der Staat und sagt, ja, aber wir haben noch so tolle Regelungen mit Familienpflegezeit und Pflegezeitgesetz. Und da bekommt er ja was, aber das deckt lange nicht den Ausfall in den Rentneranwartschaften ab, den man verliert, wenn man eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nämlich die Pflege von Menschen in der nächsten Umgebung übernimmt. Diese Lohnlücke, die in der Pflege sowieso schon durch das relativ niedrige Lohnniveau entsteht, diese Lohnlücke, die zusätzlich dann noch entsteht durch Pflegezeiten und die Ausfallzeiten bei Frauen, die können später nicht mehr gedeckt werden. Auch nicht durch eine private Altersvorsorge, denn dafür ist gar kein Geld da. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da darauf achtet, dass gute Tarifverträge für alle da sind, und zwar auch in den privaten Bereichen, die kann man sich ja streiten und erkämpfen. Und die verändern das Lohngefälle zwischen Mann und Frau. Aber auch im tariflichen Bereich ist es so, dass durch Teilzeitregelungen oder Befristungen die Frauen ganz oft haben, weil sie nicht wissen, wird mein Vertrag verlängert, wenn ich jetzt nochmal schwanger werde, wenn ich ein Kind bekomme, in Elternzeit gehe, gibt es dann meinen Arbeitsvertrag hinterher noch? Bekommen die halt oft ganz befristete Verträge. Und was passiert durch Befristungen? Man unterliegt eventuell Regelungen, wo dann drin steht in dem Tarifvertrag, dass man zum Beispiel nur Anspruch auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld hat, wenn man von Oktober bis Oktober beschäftigt ist. Ist man von Oktober bis nur Ende September beschäftigt, bekommt man nichts mehr oder nur anteilmäßig. Und das macht wiederum ein Lohngefälle von bis zu 18% für Frauen. Und davon sind zu 90% Frauen betroffen. Insgesamt bezahlen tarifgebundene Arbeitgeber 24% höhere Löhne als die, die nicht tarifgebunden sind. Das macht natürlich einiges weg, aber es ändert nichts daran, dass Frauen die sind in der Gesellschaft, die Menschen sind in der Gesellschaft, die diese Aufgaben übernehmen, das soziale System am Laufen halten. Das soziale System, weil sie nämlich pflegen, aus einer Verantwortung, aus einer sozialen Verantwortung heraus, diese Pflegeaufgaben übernehmen, oft kein Geld von den Kassen dafür verlangen, was ihnen eigentlich zustehen würde, dass sie dieses System entlasten und trotzdem die sind, die insgesamt einfach hinten runterfallen. Ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass hierauf mehr Acht gegeben wird, dass Frauen sich selbst ermächtigen, zusammenstehen, sich verbünden und sagen, so nicht. Diese Gesellschaft rühmt sich, ein großer Sozialstaat zu sein. Aber von diesem Sozialstaat ist in den letzten Jahren nicht mehr viel zu merken. Ganz viele Menschen sind die Verlierer. Das sind die Alten, das sind Kranke, das sind Schwache, das sind Menschen mit Behinderungen. Wenn man sich nur dieses Gesetz jetzt ansieht, das jetzt allerdings in Kraft getreten ist. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe keine Ahnung,
wo das noch hingehen soll, wenn diese Entsolidarisierung zwischen uns Menschen und auch zwischen uns Frauen so weitergeht. Insofern würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass wir Frauen uns unserer Stärke bewusst werden, dass wir uns die Hände reichen und dass wir eine starke Kette bilden gegen eine Gesellschaft, die uns versucht, vom Tellerrand wegzuschubsen und uns unseres ureigenen Rechts zu berauben. Vielen Dank. Pflege, und daher weiß ich, wovon du sprichst, und ich kenne dich. Ich kann nur zustimmen, es kann sich nur was ändern, wenn wir zusammenstehen als Frauen, und wenn wir wirklich das auch ohne Wenn oder Aber machen. Danke nochmals. Und jetzt gehen wir zu dem Musikprogramm. Dieser wird gebracht von dem Programm heute Abend, was der Sonja Gottlieb uns bringen wird, heißt Frauen, Träume und Wirklichkeit. Und da werden wir auch sehen, was es wirklich ist, was wir Frauen will, weil der Sonja Gottlieb das wirklich gut zu Punkt bringen kann. Herzlich willkommen, Sonja. Das Stichwort. Und deswegen gibt es auch den 8. März, den Internationalen Frauentag, den wir morgen feiern. Aus diesen Gründen. Denn, es braucht keiner sagen, es gäbe nichts mehr zu tun und den Frauen geht es doch gut. Und es gibt genug Gründe, auf die man aufmerksam machen muss, besonders auch an diesem Tag und auch sonst natürlich. Der 8. März ist unser Tag. Wir feiern miteinander.
1910, also vor 110 Jahren, fand in Kopenhagen die zweite internationale sozialistische Frauenkonferenz statt, an der Teilnehmerinnen aus 17 Ländern mitwirkten. Dort regten Clara Zetkin und Käthe Dunker an, jedes Jahr einen Frauentag zu machen. Gründe gab es genug. Kampf um Gleichberechtigung, das Wahlrecht zu erreichen, bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten, gegen unzumutbare Wohn- und Lebensbedingungen. Zusammenfassend, einfach um die politischen und sozialen Grundrechte. 1911 fanden dann die ersten internationalen Frauentage statt. Wir wollen Brot und Rosen. We want bread and roses stand auf den Transparenten der streikenden Textilarbeiterinnen in Lawrence, USA, 1912. Ein Motto, das weltweit für die Frauenrechte steht. Selbstverständlichkeit. Frauen verdienen im Durchschnitt 21% weniger als Männer für vergleichbare Arbeit. Gleichzeitig sind viel mehr Frauen als Männer in Niedriglohnjobs, wir haben es gehört, oder Teilzeit. Da wundert man sich nicht, dass reaktionäre Rollenbilder bei uns wieder an Bedeutung gewinnen. Das nächste Lied ist von Fasia und heißt Frauen und Mädchen. Die Frau.
10% der Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, um Krieg, Verfolgung, Armut oder dem Tod zu entkommen, sind Frauen oft mit ihren Kindern. Die wenigsten von ihnen schaffen es bis nach Europa. Tausende finden den Tod im Mittelmeer, vor allem die Schwächsten. Rassistische Sondergesetze gehören abgeschafft und stattdessen das Recht auf Arbeit und vernünftigen Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen. Keiner schiebt uns weg, oder wir lassen uns nicht vertreiben. We shall not be moved, sang Joan Baez schon damals. Und das Lied kann man jetzt wieder sehr gut singen in dieser Situation. Und wer vielleicht Lust hat mitzumachen, sollte das tun. Ich habe hier übrigens auch noch zwei Rhythmusinstrumente, aber wenn ich Gitarre spiele, kann ich keinen Rhythmus machen. Aber wenn jemand Lust hat, vielleicht ein bisschen dazu, wer ein bisschen Rhythmusgefühl hat, mutige Frauen vor. Aber es dürfen auch gerne Männer. Na? Ja, traut sich. Hm? Ist nicht schwierig. Ganz einfach. Ab noch eins. Na? Na? Komm mal vor. Applaus für die mutigen Frauen. Und die anderen müssen natürlich singen. Zerstörung.
Aufgrund patriarchalischer Machtverhältnisse sind Frauen häufig Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Von der Genitalverstümmelung bis zur Zwangsprostitution, alles dabei. Weltweit sind mehr als 45 Millionen Menschen auf der Flucht, 80-90% davon Frauen und Kinder. Sarah Balabaga war ein philippinisches Hausmädchen, das für einen Hungerlohn arbeitete und von seinem reichen kuwaitischen Hausherrn sexuell genötigt wurde. Sie setzte sich mit einem Messer zur Wehr. Die Mordanklage, die folgte, musste wegen internationaler Proteste fallen gelassen werden. Sarah Balabaga. Intakte Natur, ohne Umweltzerstörung, ohne Kriege. Ein Mädchen wie Greta Thunberg zeigt uns mutig, dass man sich dafür einsetzen muss und kann. Eine Kollegin von mir, Inge Gutzer, schrieb das Lied vom besseren Leben.
Verteilt wird, erfordert es viel Kraft und einen langen Atem, um ein besseres Leben, um für ein besseres Leben zu kämpfen. Ich denke, jeder weiß es von sich auch. Es ist doch viel bequemer, abends nach Hause die Füße auf die Couch zu legen und zusammen singen. Sich nichts verändern, das wollen die oben bloß.
abseits, wir hören nicht nur zu. Wir mischen uns jetzt selber ein und tun hier was dazu. Zu schwach für das viele Stehen. Wenn der Angestellten am Bildschirm die Augen kaputt gehen, dann hatte sie wohl keine gesunden. Und wenn eine mit 50 in Rente muss oder Herzinfarkt kriegt mit 40, hat sie wohl die normalen Belastungen des Alltags nicht ausgehalten. Betriebsrisiko. Aber wenn einer reich wird als Unternehmer, dann ist das nur der Ausgleich für seine Bereitschaft, das Risiko zu tragen. Für Krampfadern, kaputte Augen, Frühinvalidität und Herzinfarkt. Betriebsrisiko. Güterzüge. Bildschirmscheiben schimmern, Zahlenreihen.
rauskommen, bin ich kaputt. In meinem Kopf rattern Güterzüge. In meinen Augen brennt es wie weiße Glut. Fünf lange Tage in der Woche zur Arbeit, der Weg hin und zurück. Verkaufst von dir und deinem Leben ein ziemlich großes Stück. Verkaufst dich ganz mit Leib und Seele, verkaufst auch deine Zeit. Da fragst du dich, was am Ende von dir noch bleibt. Die Zeit zum leibliche Wohl, weil der Fatima hat ein bisschen was vorbereitet da in dem Nebenzimmer. Wenn jemand einen kleinen Hunger hat, bitte schau mal vorbei. Schon im Mittelalter hatte man Angst vor Frauen, die ihre Träume von einer anderen, besseren Welt hatten. Waren sie jung, gut aussehend, hatten sogar noch Ahnung von Heilkunde? Waren sie die Sündenböcke für alles Unheil, für das die Kirche keine Erklärung hatte. Man hat einen kurzen Prozess mit ihnen gemacht und sie als Hexen verfolgt. Zehntausende wurden in Europa auf den Scheiterhaufen verbrannt. In der Ballade von Priester Jonas erinnert Peter Maywald an eine solche Frau.
Jonas war des Peter Meurer Weib. Sie hatte grobe Hände und einen jungen Leib. Die Tage waren Arbeit, die Nächte waren leer. Und Hester hatte Träume und träumte immer mehr. Und morgens an der Erft, wenn sie die Wäsche rief, erzählte sie den Frauen, was von den Träumen blieb. Da war aus Wein der Fluss, die Bäume trugen Brot, im Hamfeld blühten Kirschen, die waren im Winter rot. Kein Krämer schadeten doch nicht. Und mittags auf dem Markt, wo manche Händler rief, geschah's, dass um die Jonas mehr Volk zusammenlief. Die Männer zeigten ihr oft einen schiefen Mund, die Bessern sagten: Hester, du richtest dich zugrund. Des Nachts zum kühlen Gras kamen sie hungrig doch und wollten Hesters Träume und baten heute noch. Die Städte werden fallen, wo reich nur wenig sind. Die armen Leute steigen zum Reichtum ohne Sinn und gibt nicht mehr. Nicht Bischof und nicht Zar und wird nicht sein am Morgen, wie es am Abend war. Da kamen in der Früh zwei Männer aus der Stadt, die schleppten Hester Jonas vor einen Magistrat. Träumen, die kränken Mensch und Tier, und quetschten ihr den Hals und brachen ihr Gebein. Die ganze Stadt hat Tage voll Hester Jonas Schrein und unterschrieb die Schuld mit der verkrümmten Hand und schrie noch lange Träume, bis sie das Feuer fand. Die Städte nur wenig sind. Die armen Leute steigen zum Reichtum ohne Sünd und gibt nicht mehr den Fürst, nicht Bischof und nicht Zar und wird nicht sein am Morgen, wie es am In dem nächsten Lied geht es um eine Frau, die in ihrer Not die eigenen Kinder ertränkte. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein. Eine Sage sagt, sie tat es, weil ihr Mann sie verließ, möglicherweise, weil sie ihm untreu war, sich prostituiert hatte. Nun soll sie, der Sage nach, an den Flüssen als weinender Geist wandeln. Aus Südamerika das Lied von der Weinenden. Du
Dort ist das überall bekannt. La Llorona. Hat John Baez gesungen. So alt wie die Menschheitsgeschichte. Mehr als einmal pro Stunde wird statistisch gesehen eine Frau in Deutschland, durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt. Mit dem Bundesförderprogramm Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen will das Bundesfrauenministerium in den nächsten 4 Jahren insgesamt 120 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern bereitstellen. Ob das reicht? Armer Johnny. Johnny.
den schrägen Blick, dann setzt ihr Herzschlag aus. In der Nacht erklingt ein Lied so voll Melancholie. Wenn sie ganz allein gelassen durch die Straßen flieht. Noch vor Themen wie auch dem Abtreibungsparagrafen 218 und zur Rolle der Frau in der Gesellschaft viele Lieder schrieb und sang, war die Liedermacherin Ina Deter. Bekannteste Lieder von ihr waren wohl Neue Männer braucht das Land, Deutschland ein Wintermärchen, Wenn du so bist wie dein Lachen, Frauen kommen langsam, aber gewaltig. Alleine mit ihren Liedern könnte man einen Abend locker füllen. In den 90ern stand ich sogar mit ihr in Worms auf der Bühne und wir sangen gemeinsam: Wie viele Finger braucht eine Faust? Ist was, wo ihr vielleicht auch gut mitmachen könnt? Weil der Refrain heißt: Und die Antwort ist für euch ganz allein. Wir werden kommen und werden dann Hunderttausende sein. Kriegen wir hin, ist gar nicht so schwer. Wie viele Finger braucht eine Faust, bis man sie endlich sieht? Und wie viele Fäuste braucht ein Kampf, bis er endlich geschieht? Und die Antwort ist für euch ganz allein. Wir werden kommen und werden dann sein, bis sie
eins auch von ihren Liedern, das ich für mich persönlich einfach immer sehr gut fand, heißt Ein neues Gefühl. Das Gefühl als beruflich selbstständige Frau, wie ich es bin, frei die Zeit einteilen zu können und sich keine Vorschriften machen lassen zu müssen, das ist schon nicht zu verachten. Wenn dann die Existenzangst nicht wäre, die einem ständig im Nacken sitzt. Es ist ein Gefühl, morgens aufzuwachen, zu wissen, dass man sich selber gehört. Nur den Tag mit sich verbringen und ihn wieder sinnvoller machen. Ich lebe mit diesem Gefühl, mir vom Leben zu nehmen, und habe schon viel zu lange gebraucht, mich deshalb nicht mehr zu schämen. Immer Sicherheit und Ordnung im Leben, strebe nach Dingen, die unwichtig sind, weil man im Alter nicht hungern will, hetzt man sich ab und vergisst zu leben. Ich lebe mit diesem Gefühl, mir vom Leben zu nehmen, und habe schon viel zu lange gebraucht, mich deshalb nicht mehr zu schämen. Manchmal Gedanken, die Ängste aufrühren, wenn wieder der Schornstein rauchen muss. Wer für den Augenblick leben kann, bekommt im Glück auch Hunger zu spüren. Ich lebe mit diesem Gefühl, habe schon viel zu lange gebraucht, mich deshalb nicht mehr zu schämen, mich deshalb nicht mehr zu schämen. Da Männer und Frauen verschiedene Sprachen sprechen, also auf verschiedenen Ebenen kommunizieren, ist es wichtig, sich verstehen zu lernen. Es gibt das Sprichwort, wenn eine Frau schweigend leidet, dröhnen die Wände. Also vieles bleibt unausgesprochen und davon müssen wir wegkommen. Annette Lysanne sang zu diesem Thema das Lied Ausgesprochen, unausgesprochen. Ich glaube, ich wechsle mal die Gitarre für das Lied. Sonst fühlt die sich ganz vernachlässigt hier. Die habe ich eigentlich nur zur Sicherheit mitgebracht. Kann ja immer mal was passieren. Gitarre verstimmt sich oder Saite reißt. Bis ich die dann aufgezogen habe, ist der Abend rum. Und deswegen ist sie immer noch vorsichtshalber dabei. Jetzt ist sie versöhnt bestimmt. Ausgesprochen, unausgesprochen. Du fragst, was ist? Ich sage nichts und ziehe weiter mein Gesicht. Du sagst, dann ist ja alles gut. Ich krieg die Wut, mir kocht das Blut. Hast du den Aufschrei nicht gehört, den meine Körpersprache
Schmerz zwischen den Zeilen, die schwer auf meiner Zunge weilen. Ich bombardier dich mit Photonen, die meine Aggression betonen. Sie interessieren dich einen Scheiß, diese Millionen von Details. Das alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen. Alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen. Würdest du mich wirklich lieben, dann wüsstest du genau, wie ich gerade fühle und was ich wirklich brauch. Das alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen zwischen uns. Achtung demonstriert, hab überdeutlich nichts gesagt und dir damit mein Leid geklagt, hab dich gewarnt mit keinem Laut, hab auf dein Feingefühl gebaut. Du musst doch wissen, wenn ich schweig, dann ist das auch ein Fingerzeig. Jeder sieht doch weit und breit, wie der Blick zum Himmel schreit. Das hast du alles nicht gehört, bist du denn wahrnehmungsgestört? Das alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen. Alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen. Würdest du mich wirklich lieben, dann wüsstest du genau, wie ich gerade fühle und was ich wirklich brauch. Das alles bleibt ausgesprochen, unausgesprochen. Verlust für uns. Das schrieb Peter Maywald. Und Angie Domdey machte das Lied Unter dem Pflaster, da liegt der Strand. Komm, lass dich nicht erweichen, bleib hart an deinem Kern. Und tanz.
Der Internationale Frauentag am 8. März steht seit 1911 als Sinnbild für den Kampf um mehr Gleichberechtigung für die Frauen in der Gesellschaft. Wir haben viel erreicht. Es ist heute für deutsche Frauen selbstverständlich, das Recht zu haben, wählen zu gehen und zu arbeiten, Erwerbsarbeit nachzugehen, ohne Einverständniserklärung des Mannes. Dafür mussten die Frauen lange kämpfen. Heute konzentrieren sich die Kämpfe in Europa auf ein ausreichendes Einkommen und Entgeltgerechtigkeit, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, bessere berufliche Entwicklungsperspektiven, die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, insbesondere Familie und Beruf. Schauen wir auf die Frauen weltweit, ist noch vieles im Argen. Angefangen bei der Beschneidung von Mädchen, über Burka-Zwang, Rechtlosigkeit in der Ehe, politische Unmündigkeit. Zum Internationalen Frauentag geht es um Gleichberechtigung in allen Belangen. Gegen die Unterdrückung der Frauen, gegen Ausbeutung und gegen Krieg. So forderten es damals Clara Zetkin und ihre Mitstreiterinnen. Unser Jahr muss 365 Frauentage haben. Frauen gehen über Grenzen. Frauen gehen. Essen. Guten Gewürze.
Aber ich war auch so ein bisschen erkältungsmäßig angeschlagen. Man merkt das dann schon, wenn man so ein Programm macht. Deshalb möchte ich jetzt auch so zum Ende kommen. Ach, das sind die aufmerksamen Männer, die wir lieben. Und zwar habe ich mir ein Lied von der Gruppe Nimbus für den Schluss hier hingelegt. Das heißt, das Lied: Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Und diesen Slogan, den fand ich so schön, der hat mich gleich, als ich im Liederbuch diese Überschrift gesehen habe, dachte, ach, toll. Und deswegen singe ich das jetzt auch noch. Nur wer den Blick hebt, kann die Sterne sehen. Wir stecken mit
tolle Stimme. Was denn noch? Naja. Na, so zu begegnen wie wieder wem, die die Seele berührt, sagen wir herzlichen, herzlichen Dank, dass unsere Seelen wieder gefüttert wird von der Sonja. Wir freuen uns, dass das so schön ist. Es war ein wunderschöner Abend, Sonja. Danke, danke. Danke, dass ihr da wart. Und danke, dass es euch auch, ich glaube, ich gehe davon aus, dass euch alle auch so gut gegangen ist wie mich.